30 Jahre Rettung aus der Luft im Raum Uelzen. 1981 wurde bundesweit die 19. Rettungshubschrauberstation am Klinikum Uelzen etabliert. Seitdem können die Menschen in der Region zwischen der Altmark bis zur Lüneburger Heide innerhalb weniger Minuten mit einem Notarzt rechnen. Also das Besondere an dem Hubschrauber ist tatsächlich, dass wir eben nicht an Straßen gebunden sind, sondern wirklich das schnellste Rettungsmittel sind, das vor Ort ist. Wir sind im Landkreis innerhalb von 6 bis 8 Minuten an jedem Ort. Und es ist eben wichtig, dass so schnell wie möglich eben professionelle Hilfe auch zum Patienten kommt. So, das ist jetzt unser Hubschrauber. Und da die Patienten ja auch schwer sind, haben wir hier so eine Einladehilfe. Diese Einladehilfe. Zum Gratulieren kamen heute neben den Ehrengästen aus einem Kindergarten auch Piloten, Ärzte, Rettungsassistenten und der Uelzener Bürgermeister Otto Luckert. Ja, das ist ein besonderer Anlass, dass wir hier jetzt 30 Jahre den Rettungshubschrauber am Krankenhaus Uelzen stationiert haben. Abgesehen davon, dass das ein Standortfaktor ist, der von besonderer Bedeutung ist, ist das für mich noch eine Besonderheit, weil ich weiß noch, wie schwierig es war, hier eine Baugenehmigung zu erteilen und gegen welche Widerstände das auch hier durchzusetzen war. Und das ist eine besondere Genugtuung, eben festzustellen, dass die Entscheidungen von damals richtig waren und sich so positiv entwickelt haben. Die Qualität der Einsätze hat sich in den letzten 30 Jahren verändert. Während damals Verkehrsunfälle im Vordergrund standen, sind es heute internistische Notfälle wie Herzinfarkte und Schlaganfälle. Allein im letzten Jahr flog das Team Christopher 19 über 1300 Einsätze. Die Herausforderung für die Zukunft wird angesichts knapper Kassen darin bestehen, Geschwindigkeit und Leistung des Rettungsdienstes aus der Luft aufrechtzuerhalten.